Die Industrie 4.0 bewegt die Holzbearbeitungsbranche wie kaum ein anderes Thema. So auch beim Expertengipfel Vernetzte Fertigung – Automation. Auf Einladung der Weltleitmesse Ligna und der Fachzeitschrift Möbelfertigung trafen sich am 18. November 2014 die führenden Experten der Branche in Hannover, um über die vielfältigen Herausforderungen und Chancen der vierten industriellen Revolution zu diskutieren. Vor allen Dingen am Standort Deutschland ist es ja so, dass man natürlich aufgrund des Wettbewerbsdruckes einfach die Anforderung hat, individualisierte Produkte mit einer hohen Varianz sehr effizient zu produzieren. Um das tun zu können, muss man einfach eine komplette Vernetzung der Produktion realisieren. Das ist aus unserer Sicht ein Must-Have und ich glaube, die Kunden haben es genauso gesehen, dass es ein Must-Have ist. Und es ist auch etwas, was auf Dauer nicht mehr kosten wird. Sie kriegen es automatisch. Das ist eben genau der Vorteil und der Sinn dieser Industrie 4.0, IT-Technologien zu nutzen, weil diese IT-Technologien muss ich nicht neu erfinden, die sind bereits vorhanden. Im Verlauf der Diskussion zeigte sich schnell, dass das Thema weite Kreise zieht. Von der Datensicherheit über den Arbeitsmarkt bis hin zur stärkeren Zusammenarbeit verschiedener Maschinenhersteller in einzelnen Bereichen. Nicht zuletzt viele mittelständische Kunden sehen sich einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen gegenüber. Um diese langfristig meistern zu können und die Produktion fit für die Zukunft zu machen, sei ein Umdenken auf breiter Linie gefragt. Wenn ich in der Serienproduktion fertige, mit Lager, mit Zwischenkommissionierung, habe ich eine ganz andere Produktion als bei Losgröße 1. Und dieser Philosophiewechsel, der muss natürlich in den Köpfen der Mitarbeiter sein, der muss in der ganzen Produktion vorhanden sein, der muss in der Organisation vorhanden sein und der führt dann eben zu diesen neuen Produktionsmethoden, die wir als Industrie 4.0 bezeichnen. Die Experten beleuchteten auch die vielen Chancen, die sich aus der Entwicklung hin zu mehr Vernetzung ergeben. So wurden neue Geschäftsmodelle diskutiert, die durch zunehmende Automatisierung erst möglich werden. Ein weiterer wichtiger Punkt im Diskurs war das Thema Amortisierung. Durch erhebliche Kosteneinsparungen an vielen Stellen lohnt sich die Investition in vernetzte Fertigung schnell. Es gibt sicherlich strategische Bereiche, wo man nicht unbedingt drauf guckt, ob sich die Halle, die man für so ein Lagersägezentrum baut, in 5 Jahren rechnet. Aber die Maschinentechnik, die da reinkommt, die muss sich rechnen und die rechnet sich auch. Und die rechnet sich auch in überschaubaren Zeitrahmen, sodass es auch für den Mittelstand stemmbar ist. Vernetzte Fertigung spielt auch auf der Ligna 2015 vom 11. bis 15. Mai eine wichtige Rolle. Viele Aussteller präsentieren dann ihre Lösungen und Produkte für Industrie 4.0.